das hier ist halt wirklich langsam so das Widerlichste, was man sich vorstellen kann. Was ich denke, ist, dass du menschlicher Abschaum bist. Jeder von uns sieht, dass du ein Clown bist. Ich kann nur kotzen. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen muss. Keine Seele, kein Intellekt, keine Faszination, kein Mensch. Die Wahrheit, kein Prank. In Klammern Prank. So, wir versuchen also jetzt mal nachzuvollziehen, was zur fucking Hölle der redet. Ich habe mal Leute, ab und zu auf Donnerstag meine Freunde mit einem weiteren Video, wie ihr mitbekommen habt, war das letzte Video ja eine Bestrafung von wenn du Eier hast. Man kennt's, auf lustig. Ich wollte... War witzig. Ich wollte eigentlich dieses Video auch zu diesem Thema später raushauen, wenn der Insi-Modus deaktiviert wird, aber ich habe mir gedacht, passt einfach ganz gut und wollte eigentlich das ganze Thema so abschließen. Wir haben auch extra bewusst in dem Video Sachen reingehauen, die mir vorgeworfen worden sind, die auch einfach gar nicht stimmen, wie zum Beispiel, dass ich überhaupt in Deutschland lebe, das stimmt ja erstmal nicht mal, dass ich auf Bridgegate unterwegs bin und viele weitere Sachen. Ich fand's echt krass, wie viele das geglaubt haben, weil ich habe von vorne bis hinten nur Scheiße gelabert. Haben wir gemerkt. Haben wir gemerkt. Das Ding ist, es hat sich ja nicht groß von den anderen Content unterschieden, deswegen, naja, mal gucken. Wurde so oft vorgeworfen, ja, Red hat hier gelabert, Red hat da gelabert, deswegen habe ich mir gedacht, komm jetzt in diesem Video. Es werden ja sowieso wieder der ein oder andere Streamer darauf reagieren, etc. Guck mal, ich werde in diesem Video... Ja. Moin. ...so viel Informationen droppen, wie ich wahrscheinlich noch nie in einem Video gemacht habe über mich persönlich. Ganz viel Undercover-Dinger hin und her, auch finanziell, etc. Wichtig auch für jeden Finanzbeamten, der die Zuständigkeitsbereich von ApoRed hat. Habe ich bis dato so noch nie gemacht. Und ich habe mir jetzt gedacht, komm, bevor jetzt wieder irgendein Kanisterkopf oder irgendein Goofy jetzt kommt und sagt, ja, das ist jetzt irgendwie gelogen wieder hier, habe ich mir ganz einfach gedacht, da kann jeder von diesen Streamer kommen und sagen, ey, da hat Red Safe gelogen und kann 20 Mille drauf wetten. Das heißt, zu dem Punkt, den ich erwähnen werde, er kann jetzt sagen, nee, das stimmt nicht. Und dann kann er 20 Mille, wie gesagt, 20 Mille drauf wetten und das Ganze überprüfen mit einem Experten, bla, bla, bla. Und wenn ich recht... Mein Gott, Alter, Solmecke hat sich jetzt gerade 20.000 verdient. Ich habe, kriege ich die 20 Mille? Wenn ich gelogen habe, 20 Minuten, no problem. Okay. Okay. Wie vielen Leuten schuldet ApoRed denn jetzt schon 20.000? Grundsätzlich, Freunde, grundsätzlich allgemein. Guck mal, Insi-Modus wurde nie abgestritten. Der Insi-Modus, der ist ja wirklich real. Und warum der Insi-Modus auch nicht weggegangen ist, ist ganz einfach. Und weil du dich nicht getraut hast, im Finanzamt anzurufen. Das werde ich jetzt hier zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier so eine Gläubigerliste. Und da ist jetzt ein Betrag vom Finanzamt. Finanzamt will nicht 3,6 Millionen. Finanzamt will 1,7 Millionen. Noch. Noch. Sie wollen noch 1,7 Millionen. Jetzt ist die Frage, warum will jetzt das Finanzamt 1,7 Millionen von ApoRed dem Allerechten haben? Ich kann es ganz einfach erklären, weil dazu habe ich diesbezüglich auch Schriftverkehr auch vom Finanzamt bekommen. Diese 1,7 Millionen sind das nicht irgendwie Steuern vom letzten Jahr und etc. Das Finanzamt hat einfach eine Prüfung gemacht. Und für die Leute, die nicht verstehen, weil ihr wisst, das wird in den Schulen nicht beigebracht, ich erkläre euch, was eine Prüfung ist, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe viele Gewerbe in Deutschland angemeldet gehabt und ich habe auch viele geschlossen. Und wo ich sie dann geschlossen habe, irgendwann kam das Finanzamt und hat dann eine betriebswirtschaftliche Prüfung gemacht. Das heißt, die kommen mit der Lupe und schauen sich den Hasen genauer an, ganz sneaky-meaky, und versuchen nochmal alles rauszuholen, was geht. Na? Sagen, ah, ich glaube, da ist was nicht korrekt, da ist was nicht korrekt. Ihr müsst euch vorstellen... Ja, die machen halt eine Steuerprüfung. In dieser Prüfung, da steht schwarz auf weiß, ich werde das hier einblenden, da stehen radikale Sachen wie zum Beispiel, ja, wir gehen davon aus, dass du in den Jahren 2015, 16 und 17 nochmal mit Instagram 32.000 Euro oder so Pi mal Daumen im Monat extra gemacht hast, die du dann halt nicht in die Buchhaltung eingeführt hast, wo ich mir denke, Digga, sehe ich aus wie Pamela Reif oder was, dass ich jetzt jeden Monat 32 Mille mit Instagram noch gemacht habe, noch 2015, 16 und 17, ich habe Instagram nur auf Hau hier auf lustig gemacht. In dem Dokument sieht man auch genau das. Also, Digga, das ist doch ewig her. Gewinnunterschied. Ach du Scheiße. Digga, er hat einfach nichts angekriegt. Er hat ja einfach nichts angegeben. Hier steht ja Vorprüfung, nichts. Lautprüfung. Der hat einfach nichts angegeben. Der hat keine Steuererklärung gemacht. Also, anders erkläre ich mir, anders kann ich mir das ja nicht erklären. Oder er hat das hier geblurrt. Aber das sieht nicht so aus, als wäre das so. Der hat einfach keine Steuerprüfung gemacht. Es fand eine Gang-Konzerttour statt mit 12 Auftritten. Für jeden Auftritt wurde eine Gage in Höhe von 5.000 Euro angenommen. Quelle Starzip. Oh mein Gott, die haben ihn ja... The fuck? Placements, Werbung, Affiliates. Das ist viel zu wenig. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel Werbung hat ApoRed damals gemacht? Das kann ich nicht sagen, aber das ist ja... Das ist viel zu wenig. Vorliegendes Kontrollmaterial Typ 1, Lizenzeinnahmen. 164.000. Schätzung Typ 1, 10% Aufschlag Vorjahreswert. Digga, der hat einfach gar nichts angegeben. Holy fuck.
diese verrückten Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an zwei Gangtouren teilgenommen habe und jeweils 60k bekommen habe, wobei ich nur an einer mitgemacht habe. Da steht auch, dass ich durch YouTube Warte mal, ich muss nochmal zurück. teilgenommen habe und jeweils 60k bekommen habe, wobei ich. Alter, das ist sogar relativ gering. Im Prüfungszeitraum wurden zwei Videos pro Woche und somit 104 Videos pro Jahr zugrunde gelegt. Es wird angenommen, dass die Videos durchschnittlich 57.000 Aufrufe erreichen. Bei Videos zwischen 600.000 und 1 Million Aufrufe liegt der CPM bei 2 Euro. Oder 2015, 2016, 2017, das war Post-Adcop-Pocalypse. Der CPM war deutlich höher. Der war deutlich höher. Der CPM jetzt ist höher. Bruder. Es ergibt sich folgende Berechnung. 1.500 Euro pro Video im Jahr, 104 Videos, das heißt 165.000, ja. Die Berechnungen zur Schätzungsgrundlage sind tabellarischen Aufstellungen zu entnehmen. Aus Kontrollmaterial wurde die Vergabe von diversen Darlehen an die Ahadi und Narsul GbR bekannt. Die Sachverhaltsermittlung ist aufgrund der fehlenden Mitwirkung nicht möglich. Es ist daher das Darlehen als Forderung in die Bilanz des Einzelunternehmers mit aufzunehmen. Digga, der schlaue Fuchs wurde hier aber vom Finanzamt übel hops genommen. Von wegen, Digga. Der hat einfach 3 Jahre lang keine Steuererklärung gemacht. Wie kann das sein? Verrückten Schätzungen. Zum Beispiel steht hier, dass ich an zwei Gangtouren teilgenommen habe und jeweils 60k bekommen habe, wobei ich nur an einer mitgemacht habe. Da steht auch, dass ich durch YouTube jedes Jahr ungefähr 160k gemacht habe, also 2015, 16 und 17. Durch Instagram habe ich angeblich fast 220.000 pro Jahr gemacht, was verrückt ist und sehr realitätsfern. Dazu gibt es noch pro Jahr einen Unsicherheitszuschlag, also diese ganze Schätzung absolut unlogisch. Genau, weil du nicht mitwirkst. Also, du hättest zu jeder Zeit in diesem gesamten Prozedere die Möglichkeit gehabt zu sagen, Rudi, hier, das ist die Wahrheit, die Schätzungen sind leider falsch. Du hättest mit dem Finanzamt Kontakt aufnehmen können, du hast es nicht getan, was auch nachweislich auf den Zetteln steht, dass du nicht mitgewirkt hast. Und jetzt wirst du halt von der Finanzbehörde übel hops genommen. Das heißt, dieser Betrag, 1,7 Millionen, die das Finanzamt von mir wollte. Kriege ich eigentlich jetzt die 20.000? Ja, ich weiß, also ich habe gerade das Säumecke-Video gesehen und ich stimme, ich will gar nicht widersprechen, dass das Finanzamt da falsch geschätzt hat. Ist ja vollkommen okay. Ist ja vollkommen okay. Es geht darum, dass er sich nicht beschweren darf, weil jegliche Mitwirkungspflicht nicht da war. Was sollen sie denn auch machen? Er hat ihnen ja keine Unterlagen zur Verfügung gestellt. Da ist jemand hingekommen und hat versucht herauszufinden, was er wohl verdient. Und ohne jegliche Möglichkeit, das zu überprüfen, was willst du denn machen, ne? Was willst du denn machen? Hast du keine Chance? Ein Unsicherheitszuschlag, also diese ganze Schätzung, absolut unlogisch. Das heißt, dieser Betrag, 1,7 Millionen, die das Finanzamt von mir wollte, ist absolut unrealistisch, ist absolut aus der Luft gegriffen. Das hat einfach keine Hand und Fuß. Naja, doch. Hat es ja schon. Ihr müsst euch vorstellen, 2015, 16 und 17, ich habe meine Steuern schon längst da bezahlt. Das steht halt nur nicht in den Unterlagen. Der hat für Rücken bezahlt, weißt du? Für die ganzen Musikvideos. Für Rücken hat er bezahlt. Ich hab die ja schon längst bezahlt. Obviously not. Das sind meine ersten 20 Riesen. Ich habe doch schon längst die Steuern bezahlt. Das ist schon alles fertig. Ich habe da so eine dicke Buchhaltung. Alles easy. Genau. Also die hat bloß das Finanzamt nicht gesehen. Ich wollte aber, weil ich schon lange steuertechnisch nicht in Deutschland aktiv bin, natürlich noch mehr raussneaken. Und die haben auch gesagt, ja, du hast doch keinen Widerspruch gemacht, das zählt jetzt. Und deswegen war das so ein Hin und Her. Finanzamt anrufen, die sind frech, dann Anwalt einschalten, noch ein Die sind frech. Anwalt einschalten, habe am Ende so einen super Anwalt aus Hamburg geholt für Steuerrecht. Gott sei Dank, er hat das geklärt. Ja, ist geklärt. Alles geklärt, Digga. Erstmal, die haben das irgendwie eine falsche Adresse geschickt, da war ich nicht mal angemeldet, weil Finanzamt hat gesagt, nee, du hast seit 2 Wochen keinen Widerspruch gemacht, das Alles geklärt. zählt jetzt, wo ich mir gesagt habe, was das zählt, Alter, was für 1,7 Millionen 2015, 16, 17. Er wollte mich verarschen, Alter. Ich habe da meine Steuern schon längst bezahlt. Ja, nee, das zählt jetzt, du hast keinen Widerspruch gemacht. Also so richtig eklig frech waren die. Ja, frech. Vom Finanzamt auch. Aber mein Anwalt hat geklärt. Ausgabenforderung, Gesamtforderung vom Insolvenzverwalter in voller Höhe bestritten. Der Widerspruch galt dann, weil Finanzamt war ein bisschen goofy, hat das einfach eine falsche Adresse geschickt. Dementsprechend galt mein aktueller Widerspruch. Weiß er, wie ein Widerspruch funktioniert? Du kannst doch nicht sagen, ist er dumm? Also, das war keine Frage, das ist tatsächlich so.
Ich meine, Bruder, ein Widerspruch heißt doch nicht, also du kannst doch, hä? Du kriegst doch nicht ein Schreiben vom Finanzamt und dann antwortest du nicht drauf. Und 5 Jahre später oder 3 Jahre später stellen die dir das zu und du sagst, ja, nee, habe ich nicht. Und die sagen, ja, aber du hast dich nicht bei uns gemeldet. Das ist ja jetzt die Forderung, die wir haben. Du hast nicht mitgewirkt, wir konnten dich nicht erreichen. Deine Meldenadressen waren nicht korrekt. Wir können nichts machen. Du hast halt einfach, jetzt ist, das ist die Forderung, die wir haben. Und dann geht er zu jemandem und der sagt, nee, nee, Widerspruch. Und dann sagt er, so, das ist vorbei. Hä? Nee, ist es nicht. Nur weil der widersprochen hat oder das bestritten hat oder das irgendwie in Klärung ist, heißt das nicht, dass das vorbei ist. Ich meine, die Einträge im Insolvenzregister sind ja auch da alle. Heißt, damit man das einfach kurz fasst, knackig einfach beschreibt und einfach on the point. Ja. Der Insi-Modus wird einfach deaktiviert. Hä? Aber der Anwalt Horion für Insolvenzrecht sagt, du hast eher ein Strafverfahren vor dir, weil das Problem der Steuerhinterziehung noch im Raum steht. Finanzamt wollte einfach Geld von mir haben, was das Ding eigentlich gar nicht zusteht. Und jetzt zum Thema Steuern sage ich eine Sache. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Stellen wurden ja aus dem Solmecke-Video rausgeschnitten und sie sind schon köstlicher Content. Da hat Leon Mascher ja schon recht. Ich bin schon längst raus aus dem deutschen Steuergame. Das Steuergame hat sich ausgespielt. Der ist seit 5 Jahren schon nicht mehr steuerpflichtig und seit 4 Jahren ist er im Ausland. Das erste Jahr, wo er nicht mehr steuerpflichtig war, war, als er das Königreich Deutschland besucht hat und sich dann mit so einem Peter Fitzek getroffen hat. Ganz krass, der Fitzek-Hase, ne? Der Fitzi-Hase, so nennen sie sich gegenseitig. Und da haben sie besprochen und dann hat er gesagt, wenn du einen Pass von mir nimmst, dann musst du keine Steuern mehr zahlen. Und jetzt, das hat auch gut funktioniert und dann hat er sich aber entschieden, dann doch den Insi-Modus im Insti-Modus zu aktivieren im Ausland. Ja. Schon längst und ich werde auch gleich da ein bisschen detaillierter reingehen. Ey, würde mich nicht wundern, wenn er seinen Königreich Deutschland-Pass gleich zeigt. Ja? Wie ich das alles immer so ein bisschen gemacht habe mit Deutschland und ETC, ne? Wirtschaft, grundsätzlich. Wirtschaft. Bruder, ich sag wie es ist, wenn ich mir von irgendjemandem Wirtschaft beibringen lassen würde, dann schieße ich mir in den Kopf, bevor es ApoRed ist. Ich muss euch eine Sache sagen. Wer sich ein bisschen mit Wirtschaft in Deutschland auskennt, ja. Oh Gott. Der weiß Bescheid. Stellt euch mal vor, ich habe 100 Millionen Euro Schulden beim Finanzamt. Rein hypothetisch. Stellen wir uns mal vor, es sind nur 1,7 Millionen. Chat. Stellen wir uns mal vor, es sind nur 1,7 Millionen. Stellt euch mal nur das vor. Trotzdem würde ich nicht broke sein. Wisst ihr warum? Ich sag euch warum. Ein riesengroßer Influencer, sagen wir mal, jetzt ein riesengroßer Influencer, okay? Er hat jetzt 100 Millionen Schulden beim Finanzamt. Ja? Wisst ihr, was er sagt? Er sagt einfach, ich bin broke. Ich kann nicht zahlen. Und das, Digga, Deutschland macht nichts. Du wirst nicht in den Knast reingesteckt. Aber warum bist du dann im Ausland, wenn die nichts machen? Oh, das ist schon ein bisschen frech, Alter. Das klingt ein bisschen nach Vorsatz an. Hört sich ein bisschen nach Vorsatz an, Alter. Du sagst einfach Insi, dann sagst du einfach Restschuldbefreiung und parallel öffnest du einfach ein neues Gewerbe, eine GmbH oder was auch immer, und dann machst du einfach dein Business darüber weiter. Und so, Alter, funktioniert das. So machen das voll viele in Deutschland. Ja, Uli Hoeneß zum Beispiel. Bei Steuerschulden gibt es auch keinen Restschuldbeitrag. Nein! Insolvenzfachanwalt Ulrich Horion hat uns beigebracht, dass es eine Restschuldbefreiung grundsätzlich gibt. Es gibt nur keine Restschuldbefreiung, wenn durch einen rechtlichen Prozess festgestellt wurde, dass es sich um Steuerhinterziehung handelt. Das heißt, eine Restschuldbefreiung hätte er beantragen können, was er nicht gemacht hat zum jetzigen Zeitpunkt. Durch diesen Nichtantrag ist das raus. Und es gibt zusätzlich auch keine Restschuldbefreiung bei Steuerschulden, wenn es nachweislich um eine Hinterziehung geht. Also wenn jetzt ein rechtlicher Prozess aufgemacht werden würde, auch in Abwesenheit vermutlich, und er würde schuldig gesprochen werden, das haben wir von ihm gelernt, dann würde es keine Restschuldbefreiung geben. Weil das sind Schulden, die, und das hat Herr Horion gemeint, ich beziehe mich jetzt einfach auf den Insolvenzfachanwalt, die nimmst du mit ins Grab. Die nimmst du mit ins Grab. Jemand, aber ein großer Influencer, hat natürlich den Vorteil, er hat behindertste Reichweite. Er kann einfach easy weiter Money verdienen. Und jetzt ist... Okay.
Okay. Ist hier ein großer Influencer und jetzt ist hier nochmal ApoRED. Das heißt, so dumm und so arrogant, wie es klingt, ein ApoRED kann in Deutschland gar nicht broke werden. In dem Sinne, selbst wenn ich alles verlieren würde oder alles in Partys ausgegeben habe, ApoRED. Das heißt, so dumm und so arrogant, wie es klingt, ein ApoRED kann in Deutschland gar nicht broke werden. In dem Sinne, selbst wenn ich alles verlieren würde oder alles in Partys ausgegeben habe, was Gott sei Dank nie der Fall war, einfach Insi, neues Gewerbe, GmbH, whatever, UG, alles darüber laufen. Jetzt mal Real Talk, Freunde. Für mich persönlich ist es das Einfachste, wenn ich jetzt ein bisschen Gaming mache, Fortnite, wollten ja viele, dass ich Fortnite mache, wenn ich ein bisschen Musik mache, Musik lief immer gut, auch Streaming, etc., obwohl ich nicht mal krasse Marketingagenturen oder sonst was habe, also Musik lief auch immer gut. Also, ihm ist nicht klar. Also, ich beziehe mich nochmal auf das Hor ich kann nur das Horion-Video empfehlen. Wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal guckt, vor 2 Tagen oder so am Sonntag gab es eine Reaction auf einen Insolvenzrechtsanwalt, der Ulrich Horion, wirklich, ich kann ihn nur empfehlen. Der hat das Ganze mal so ein bisschen erklärt und der ist hier in eine ganz andere Richtung unterwegs. Und der sagt auch: Bruder, das sieht hier ganz anders aus. Das sieht hier ganz, ganz anders aus. Und vor allen Dingen, er kommt ja nicht mal in den Genuss des Insolvenzverfahrens im Kontext in 3 Jahren. Wir haben ja jetzt, es ist ja runtergesetzt worden, ist in so Privatinsolvenzverfahren sind ja irgendwie auf 3 Jahre runter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das gewerblich bei ihm aussieht. Aber in den Zusammenhang, in den Genuss kommt er ja gar nicht, weil er sich um nichts gekümmert hat. Es wird wohl davon ausgegangen, dass nach der Insolvenz einfach die Forderungen wieder eingetrieben werden können. Das heißt, er hat dann noch die Restschulden und dann werden wieder Gläubiger auf ihn zukommen und dann muss er immer noch zahlen. Mr. Horion ist von einer Länge von 5 Jahren mindestens ausgegangen. In dem Insolvenz. Warte mal, ich gucke da selber nach. Ich zeige euch das einfach. Weil wir haben das ja hier schwarz auf weiß. Ich mache das übrigens nur für die 20.000 gerade, Digga. In den Unterlagen steht drinne, Zitat: Insolvenzverfahren, bla bla bla, Insolvenzanwalt, da steht hier auch, wer das ist, in Hamburg. Es gibt eine Vorschussbeantragung. Es gibt hier so eine Beantragung. Der Vorschuss kann der Insolvenzmasse genommen werden, wird endgültigen Festsetzung des Vergütung und der Auslagen angerechnet. Gründe: Der Verwalter übt sein Amt seit dem 9.09.2022 aus. Nach Abschluss der Tätigkeit hat er Anspruch auf eine Vergütung für seine Geschäfte und Erstattung angemessener Auslagen. Im Hinblick auf die lange Dauer des Verfahrens und den erforderlichen hohen und Arbeits- und Verwaltungsaufwand kann das Gericht einen Vorschuss bewilligen. Es ist sachgerecht, im vorliegenden Verfahren von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die Angaben über die entstandenen Auslagen sind glaubhaft. Das heißt, selbst der Insolvenzverwalter geht allem Anschein davon aus, dass die Scheiße ewig dauern wird. Ich weiß nicht genau, was ApoRED, der Allerechteste, ich entnehme das übrigens der Insolvenzbekanntmachung. Also das sind öffentliche Ereignisse, Insolvenzbekanntmachung, man kann das alles nachlesen. Diese Hirngespinste verstehe ich nicht. Unterhaltung und dann kann ich noch Streaming dazu machen. Also ich könnte jetzt so einen super Social Media Bunch machen und könnte auf entspannt, auf Locarino, könnte ich 5- bis 6-stellig verdienen. Und wenn da jetzt irgendein Streamer sagt, ja, das ist Cap, das ist Schnack, dann lügt euch an. Das ist. Warte mal, was? 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 Also ich könnte jetzt so einen super Social Media Bunch machen und könnte auf entspannt, auf Locarino, könnte ich 5- bis 6-stellig verdienen. Und wenn da jetzt irgendein Streamer sagt, ja, das ist Cap, das ist Schnack, dann lügt euch an. Das ist absolut easy. Also wirklich, das ist für mich das Einfachste. Das Einfachste für mich jetzt irgendwie 50, 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro mit Social Media zu machen. Das ist für mich gang und gäbe gefühlt. Ja, einfach einfach einen Glücksspiel, den Glücksspielhasen machen, ein bisschen Gamblinghasen machen, ein bisschen Dubai-Comedy-Gruppe-Hasen machen und dann verdient man sicherlich so ein Geld. Ich verstehe nur nicht, hat er das vor oder nachdem der mir die 20.000 gegeben hat für die Lügen? Ich habe einfach eine Million Reichweite, ich habe eine starke Community. Ich bin einfach ein lustiger Hase. Also, ich bin ein guter Unterhalter, ich bin ein behindert guter Spieler. Ich habe alle Kompetenzen in Gottes Namen. Das heißt, wenn ich wirklich broke wäre, Digga, einfach neues Gewerbe gründen, so. Ich finde es total witzig, dass der das Kompetenzen nennt. Schon wieder durchsehen, bam, bum, bing. Ganz easy. Das heißt, rein theoretisch gesehen kann ich gar nicht broke werden. Ich könnte in einem Monat so viel aufbauen und so viel verdienen und nach 3, 4, 5 Monaten bin ich schon top, was auch immer, 0,1% in Germany. Hä? So, lange Rede, kurzer Sinn. Insi-Modus wird auf jeden Fall bald deaktiviert. Ich mache mir auch da gar keinen Druck. Meine Einnahmen laufen schon seit Jahren über Malta und jetzt über Dubai, deswegen gar kein Stress. Bruder, Malta und Dubai, da kann man sich auch direkt vorstellen, worum es da geht, ne? Warum erzählt er das? Finanzamt macht jetzt eine ordentliche Prüfung, das heißt, die gucken nochmal ordentlich und nicht mit diesen verrückten
Psycho-Behauptungen, dass ich 30 Mille im Monat mit Instagram noch jeden Monat extra gemacht habe, was gar nicht stimmt. Die machen noch mal eine ordentliche Prüfung. Es ist auch ein totaler Widerspruch. Vorhin, als er den Zettel vom Finanzamt gesehen hat, wo er keine Mitwirkungspflicht gezeigt hat, hat er auf Einnahmen gezeigt, wie das Instagram. Und da hat er im Jahr, ich wiederhole, im Jahr 200.000 gemacht. Und jetzt will er mir irgendwas erzählen, dass er 100.000 locker macht im Monat oder 5- bis 6-stellig. Was redet er? Das ist ja in sich nicht mal im selben Video schlüssig. Hat ein bisschen was. Also, ich habe gerade einen ganz extremen Vibe nach Reichsbürger-Doku. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen, ist ein bisschen Reichsbürger-Doku gerade. So, als würde dir Peter Fitzek sagen, nö, also das Bundesgebiet ist besetzt von den Alliierten und wir haben eigentlich keinen Friedensvertrag und deswegen habe ich ein eigenes Land gegründet und dann muss man da auch keine Steuern zahlen und dann musst du dich abmelden, dann kriegst du von mir einen Personalausweis. Bruder, Digga, was ist mit dir? Können die auch machen. Ich habe nie gelinkt und gezinkt bei meiner Buchhaltung. Es gibt da einige Leute, die haben dann zum Beispiel, wenn die einen Deal aus dem Ausland haben, dann lassen die das auf irgendein separates Konto einfließen, weil Deutschland bekommt das nicht mit. Aber sowas habe ich noch nie gemacht. Die Buchhaltung ist clean. Ich muss ganz ehrlich sagen, nichts davon klingt clean. Ich mache, glaube ich, YouTube seit 10 Jahren oder so. Ich habe jede Rechnung aufbewahrt. Also ich habe jede Rechnung aufbewahrt. Wenn ich jetzt in einem Restaurant war, direkt Bewirtungsbeleg. Irgendwelche Sneaker, direkt Rechnung. Alles, egal. Ich habe immer alles, jede Rechnung, alles genommen wie ein kleiner, süßer deutscher Hase. Richtig, ganz stramm. Nicht jetzt wie die anderen YouTube-Kollegen, die haben einfach alles ausgegeben und am Ende kommt Finanzamt und sie sind am Arsch. So Gott sei Dank war ich nie unterwegs. Ja, okay. Wenn wir schon bei Zahlen sind, ich kann ja ungefähr raushauen, wie viel ich mit YouTube verdient habe. So, YouTube mache ich seit ungefähr 2011 oder 12, ich weiß es nicht mehr. Zu Call of Duty Modern Warfare 3 Zeiten. Ich habe so ungefähr Pi mal Daumen zwischen 6 und 10 Millionen mit YouTube gemacht. Also zwischen 6 und 10 Millionen Umsatz und Gewinn ist ungefähr 80-90%. Ist halt einfach so. Oder ist er dumm? Ist er dumm? Jetzt gucken die doch noch die Jahre davor nach. Du kannst doch nicht in einem Video... Ist halt ein sehr hoher Gewinn, alles digital, whatever. Vergiss auch nicht, was ich zu Anfang des Videos gesagt habe. Wenn jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, ja, Red, safe cap, was er da sagt, er kann kommen, er kann einen professionellen Hasen holen, er kann das Ganze überprüfen. Ey, Gott sei Dank habe ich das säumige Video davor gesehen. Ob ich geschnackt habe oder nicht. Und wenn ich recht habe, gib mir 20 Mille. Wenn ich geschnackt habe, nimm 20 Mille. Also, okay. Bevor jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, Cap, ich übertreibe, ich brauche gar nicht übertreiben, ich brauche nie übertreiben, ich habe es gar nicht nötig. Ich kann auch sagen, ich habe 20 Millionen verdient, habe ich aber gar nicht. So, auf jeden Fall irgendwie zwischen 6 und 10, whatever. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Steuern habe ich gezahlt? Jetzt kommt's, jetzt müsst ihr euch anschnallen. Wie viel Steuern habe ich gezahlt in meiner Germany-Steuerzeit mit diesen YouTube-Geschichten, whatever? Ich sag's jetzt, Freunde, vielleicht 300-400k. Ich habe vielleicht 300-400k Steuern gezahlt, obwohl ich halt so viel verdient habe. Okay. Ich dachte, das davor ist dumm, aber das hier ist mit Abstand das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Du hast ein laufendes Insolvenzverfahren, wo die Unterlagen fehlen für Jahre 2015, 16 und 17. Und dann sagst du, dass du zwischen 6 und 10 Millionen, einer Schätzung übrigens nach, in 10 Jahren YouTube verdient hast. Und dann sagst du, dass du nur 300.000 bis 400.000 Steuern gezahlt hast. Ey, Gott sei fucking Dank. Ich weiß nicht, hat er die doppelte Staatsbürgerschaft? Weil nur bei türkischen Staatsbürgern liefert die Türkei nicht aus. Denn für den Fall, dass das zu einem strafrechtlichen Techtelmechtel kommt, muss ich da, dann könnte das unter Umständen ein bisschen unangenehm werden. Aber so, Bruder, das weiß ich nicht. Da ist er sich ein bisschen zu sicher, Alter. Wenn sich jemand so sicher ist, in seinem selbstbewussten Auftreten bei so einer offensichtlich dummen Sache, die er mit epischer Musik unterlegt hat. Dieser gesamte Bereich. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Steuern habe ich gezahlt? Jetzt fängt epische Musik an, als wäre der Avenger. Der hat sich das Video angeguckt und hat entschieden, diesen Moment mit epischer Musik zu unterlegen. Hört es euch an. Also bevor jetzt irgendein Streamer kommt und sagt, Cap, ich übertreibe, ich brauche gar nicht übertreiben, ich brauche nie übertreiben, ich habe es gar nicht nötig. Ich kann auch sagen, ich habe 20 Minuten verdient, habe ich aber gar nicht. So, auf jeden Fall irgendwie zwischen 6 und 10, whatever. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Steuern habe ich gezahlt? Jetzt kommt's, jetzt müsst ihr euch anschnallen. Wie viel Steuern habe ich gezahlt in meiner Germany-Steuerzeit mit diesen YouTube-Geschichten, whatever? Ich sag's jetzt, Freunde, vielleicht 300-400k. Ich habe vielleicht 300-400k Steuern gezahlt, obwohl ich halt so viel verdient habe. Und jetzt denken sich viele, Digga, was? Wie geht das? Jeder andere YouTuber, der jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Millionen gepaid, ich habe einfach nur 300-400k. Und das ist ja alles in der Buchhaltung, ist alles da. Ich habe nie viel Steuern gezahlt. Und ich habe ja gesagt, heute haue ich ja Insider-Infos raus.
fasse das nicht einfach. Er ist einfach der hinterziehende Hase. Wir gehen jetzt back in die Vergangenheit. Ich habe damals mein Abitur gemacht. So. Lüge. Lüge. Ich war relativ jung, 17 Jahre alt, 18 Jahre alt, whatever. Afghanische Eltern so aus meiner Generation, die sind schon strong. Und ich bin in so einer Akademikerfamilie. Müsst ihr euch vorstellen, meine Mutter... Ja, genau, genau. ApoRed kommt aus einer Akademikerfamilie. Also, es tut mir leid, Digga. Ich mach's wie Manuelsen. Lüge. Ist Ärztin, noch immer tätig, der zweimal Medizin studiert, einmal Gynäkologie und einmal allgemeine Medizin, sogar noch vor kurzem abgeschlossen. So. Lüge. Das heißt, der Druck ist sowieso da bei mir, entweder du wirst Ingenieur, Arzt oder Rechtsanwalt oder was auch immer, oder du gehst ja nach draußen. So. Das heißt, das war sowieso schon mal klar. Das wäre auch wahrscheinlich der Weg gewesen, hätte ich jetzt nicht mein Business gemacht. Ich hatte aber gar keinen Bock. Genau, wenn ApoRed nicht Influencer wäre und Bombenpranker, dann wäre er Arzt. Der einzige Grund, warum ApoRed Gynäkologe werden würde, ist, damit er Frauen befummeln kann. Das ist das Einzige, was ich als Motivation sehe, besonders wenn ich an das Mimi-Video denke. Digga, ist das hier erfundener Abfall? Bock darauf. Ich bin ehrlich, ich hatte gar keinen Bock auf Ingenieurswesen und hier und da und dort. Also habe ich mir gedacht, komm, ich mache mich selbstständig, jetzt parallel zur Abi-Phase. Und ich habe nicht YouTube gemacht. Also genau, er war Maurer. Ich habe YouTube gemacht, später, aber das war jetzt... Er hat tatsächlich Traktoren vermietet. ApoRed hat damals in Hamburg die erste Traktorenvermietung aufgemacht. Im ganzen Landkreis. Und das hat sich gelohnt, Digga. Das ist nicht für mich irgendwie eine Geldeinnahmequelle. Das kam auch vorher später. Und ich wusste auch gar nicht, dass man mit YouTube Geld verdient. Das kam alles später. Ich habe erstmal Amazon gemacht. Da war Amazon gefühlt noch brand new. Das heißt, ich habe irgendwelche kleinen Waren geholt, ob es jetzt irgendwelche Unterwäsche ist und Socken und Sonnenbrillen, alles selbst produziert. Ja, genau. Genau. 2011 war er schon am Dropshipping. Genau. ApoRed hat Dropshipping geatmet, bevor Simon Desue Dropshipping geatmet hat. Und dann lieber darüber verkauft. Weil ich habe meinen Eltern gesagt, ey, komm, ich will ein Jahr Selbstständigkeit probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann geh ich studieren. Aber ich will es ein Jahr probieren. Und wenn es klappt, dann fokussiere ich mich darauf. Weil ich bin Bruder, ganz ehrlich, ganz fucking ehrlich. Also, was glaubt er, dass er, wenn er das erzählt, dass da Leute sitzen und sagen, genau so wird es gewesen sein? Ist dieses Studium gerade hier im Raum? Ich bin sowieso jung, ich kann studieren, wenn ich Bock habe, whatever. Parallel habe ich auch YouTube gemacht. Ich habe Gaming gemacht, ich habe Call of Duty gemacht, wie viele aus der Call of Duty-Szene sind, wie zum Beispiel Montana Black, InScore, whatever, ne, ganz viele, auch meine Homeboys. Irgendwann habe ich gemerkt, Digga, damit verdient man auch Geld. Ich habe Gaming gemacht, Call of Duty gemacht, hab die ganze Szene auseinandergenommen, wissen einige auch Bescheid. Irgendwann hat mir das Spiel keinen Spaß mehr gemacht, also habe ich mich entschieden, Real-Life-Content zu machen. Ich habe mich auch mehr gezeigt und man hat gesehen, ApoRed, sehr stylischer Hase, ihr wisst auch, diese Black-Fashion-Style, so all black mit rote Schuhe, hau, hi, ha, ha, ich war so ein bisschen so der Vorreiter da, das kam so ein bisschen aus Amerika. Und oh mein Gott, Alter. Gib den Mann einen Therapieplatz, damit er aus seinem Narzissmus rauskommt. Das muss man sich mal vorstellen, Digga. War so der erste Bekannte, einer der ersten Bekannten aus Germany, von den Boys, die jetzt den Hasen gerockt haben, diesen Style. Ihr müsst euch vorstellen, lasst ihn einweisen, Alter. Ey, ganz ehrlich, Leon Mascher, wenn du das siehst, reiß nach Dubimobi oder nach Insti, nimm eine Spritze Pferdebetäubungsmittel mit und hol ihn zurück nach Deutschland und lass ihn eine medizinische Behandlung geben, Alter. Das ist ja hier vollkommen irre. Lass ihn wirklich in eine, der muss in irgendeine Schaltzentrale eingesperrt werden. Das gibt's doch ja auch nicht. Was ist... Sorry, ich muss mal nach unten. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht ein paar hunderttausend Abonnenten gehabt. Ich habe mich jetzt hier so auf Black Fashion mäßig angelehnt und ich habe dann einen Deal gehabt mit einer Firma. Ich habe für die geworben. Die haben Klamotten verkauft. Die haben diese Black Fashion Sachen verkauft. Und ich habe eine Provision bekommen von 10%. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann so Videos gemacht, habe dann den Link in der Beschreibung drin gehabt von den Klamotten, die ich dann hatte, was auch immer. Diese 10%. Wisst ihr, was dann teilweise rauskam? 10.000 Euro, 15.000 Euro, 20.000 Euro Provision. Jeder würde sich denken zu dem Zeitraum, oh mein Gott, das Tod ist viel Geld, ich werde jetzt rich damit. Ich dachte mir, Digga, was? Wie viel hat jetzt gerade die andere Seite gemacht? Also die Firma, für die ich geworben habe, die Klamottenfirma, hat einfach zwischen 100 und 200.000 Euro Umsatz gemacht, nur durch meinen Link. Jetzt muss man sich vorstellen, wie viele sind noch dazugekommen, die jetzt über die Mundpropaganda kamen oder durch irgendwelche Empfehlungen, was auch immer. Also die haben wahrscheinlich 300.000, 400.000, 500.000 Umsatz gemacht in einem Monat durch meine Werbung. Das krank. Sich wird genau sicherlich so passiert sein.
muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und das noch mit einer, gerade nicht mal mit Millionen Reichweite wie heute, sondern eher so mit ein paar hunderttausend. Das ist krass gewesen. Also habe ich mich entschieden, als genialer Fuchs, ich muss Klamotten machen, ganz klare Nummer. Ich habe sowieso die Leidenschaft dafür, warum nicht? Also habe ich mich mit guten Freunden aus Habung entschieden, komm, wir gehen jetzt nach Paris, wir holen uns Inspiration und wir machen eigene Klamotten. Die meinten, okay, komm. Und ich meinte, okay, komm. Ich habe mich erstmal auf Sweatpants und auf Hoodies konzentriert. Dann, als wir unsere Inspiration gesammelt haben, sind wir nach Eastie gegangen, haben unsere Muster genommen, haben eigene Schnitte gemacht, haben eigene Designs gemacht. Tatsächlich wissen viele nicht, kommt jetzt wahrscheinlich raus, dass Justin nur eingestellter Geschäftsführer bei Peso ist und der tatsächlich im Hintergrund federführende Hase ist, ihr wisst es, genau, der eine. Here we go. Die Brand wurde gegründet. Die hieß dann, erstmal hieß sie Bricks. Wir haben Sweatpants produziert in 4 Farben. In Schwarz, in Khaki, in Beige und was auch immer. So ein Bordeaux-Rot. Und wir haben noch so Velour-Hoodies produziert. Die waren in der Zeit in einem großen Hype wegen Kanye West, whatever. Die haben wir natürlich nicht in hundertfachen Mengen bestellt, sondern in maximal tausendfachen Mengen, weil wir auch wussten, ich habe die Kaufkraft, ich habe die Reichweite, ich habe alles da. Man hat es ja schon vorher gesehen. Ich habe aber nicht erstmal eine Website. Zu der Zeit hat man noch Amanakuim gesagt, so im Hype waren die. Digga, ich sag's, wie es ist, richtig krass. Gemacht. Ich habe es erstmal über Amazon reingestellt. Ich habe auch parallel zu YouTube immer Amazon gemacht und ich hatte irgendwie nicht so diesen Gedanken, eine eigene Website zu machen, sondern einfach alles über Amazon reingestellt und auch die Logistik auch über Amazon. Ich habe Geld genommen von meinem Amazon-Business, ich habe Geld genommen von meinem YouTube-Business und ich habe das voll reingesteckt in Klamotten. Ihr müsst euch vorstellen, das war mega viel Geld. Also produziert mal 10.000 Klamotten für sagen wir 13 Euro das Stück. Das sind einfach mal 130.000 Euro Produktion. Das war schon hart. Dann kommt das erstmal nach Hamburg an. Ich habe das dann bei meinen Eltern gelagert. Ja, in der Praxis hat das gelagert worden, bei den Eltern. Seine Mutter hatte ja war ja Gynäkologin und da hat sie das dann, war ein bisschen schwierig für die Kunden, dann immer zum Stuhl zu kommen, aber das hat schon funktioniert. Im Keller, man musste jedes einzelne Produkt nochmal mit einem Code etikettieren, sodass es ganz easy über das Amazon Fulfillment System läuft. Das habe ich dann gemacht mit meinem älteren Bruder, mit Freunden. Dann haben wir 1000 Produkte etikettiert wie Penner und haben es dann von Amazon abholen lassen. Ja, irgendwann habe ich dafür geworben und so wie Gott wollte, direkt so viele Sachen waren ausverkauft, obwohl wir haben in tausendfachen Mengen produziert. Ja. Und trotzdem war einfach alles relativ schnell sold out. Erstmal die Hose in Schwarz, dann die Hose in Khaki, dann Hose. Ja. In Beige und dann die Hose. Ich weiß nicht, warum es um Hosen geht tatsächlich. Also, er hat jetzt also Millionen gemacht und das hat er nicht beim Finanzamt angegeben. Ich habe behindert Schock bekommen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mit YouTube gut fünfstellig verdient. Lass es 30, 40, was auch immer sein. Aber das erste Mal habe ich dann sechsstellig verdient. Also richtig knallhart. Und ich dachte so, what the fuck, Alter. Also mit YouTube kannst du auf jeden Fall gutes Geld verdienen, auch mit Amazon. Aber mit Klamotten habe ich gemerkt, wow, das ist der wahre Hase. Also was habe ich natürlich gemacht? Ganze Geld wieder genommen, wieder neue Produktion, bla bla bla. Wir haben das ganze Label umgebrandet, dann hieß es von Bricks auf Deadstock. Ist vielleicht für den einen oder anderen Hasen ein Begriff. Die Klamotten, Bombe. Ich habe immer alles persönlich designt, ich habe immer alles cool gemacht, immer nach Istanbul gegangen, deswegen bin ich auch oft in Istanbul. Ne? Ich chill halt nicht nur hier, ich mache auch meine Sachen so, habe meine Produktion hier. Immer hier parallel zu YouTube und zu Amazon noch, wie gesagt, meine Klamotten gemacht. Irgendwann kam dann ein Video von dem Herrn Newstime, ein News-YouTuber, und sagt dann, ApoRed, der kleine Zinker, der hieß hier bei Deadstock selber drin. Ich habe ja mal nachgeforscht. Guck mal, der ist der Gesellschafter. Und ich denke mir, oh, Digga. Laut einer weiteren Quelle ist ApoRed selber Gesellschafter bei der Deadstock GmbH. Ich habe halt nie gesagt, dass ich in diesem Unternehmen drin bin. Nicht aus dem Grund, weil ich... Krass, da hat Herr Newstime noch YouTube-News gemacht. Krass. Verheimlichen wollte oder sonst was, sondern einfach, ich weiß ja nicht, wie lange ich YouTube mache. Und ich will nicht, dass eine Brand, in der ich beteiligt bin, von meiner Internetpräsenz lebt. Versteht ihr das? Nee, macht gar keinen Sinn, ne? Besonders weil du deine Brand ja ausschließlich verkaufst über deine Internetpräsenz. Da macht es schon Sinn zu sagen, ich will nicht, dass meine Brand nur von meiner Internetpräsenz lebt. Das ist schon logisch. Digga, es ist einfach dieses, das ist wirklich Fieber. Dann kann ich aufhören und dann würde die Firma davon einen großen Schaden davon tragen und das will ich gar nicht. Deswegen lieber so als dritte Person unabhängig. So wirst du. Genau, die dritte Person. Das meine. Also da waren nie irgendwie böse Absichten, aber es ist halt immer besser, seine Business geheim zu halten. Ist halt einfach so. Man muss genau. So nicht alles hinaus posaunen. Es war vorher. Genau, darum ist dieses Video auch so schlau. Weil er damit seine Businesses geheim hält. Und seine Einnahmen und seine Steuern. Und wie viel Steuern er gezahlt hat. Und so weiter. Das ist einfach gute Empfehlung vom Allerechten in diesem Moment. Ein Einzelunternehmen, später hat es dann zu einer GmbH umgeswitcht.
der zur GmbH. Ich musste es umbenennen und musste es dann löschen. Und dann habe ich es nochmal neu eröffnet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch angefangen, nichts mehr auf meinen Namen zu machen. Gar nichts mehr. Die Anteile haben dann immer Freunde von mir gehalten, auf Vertrauensbasis. Weil ich hatte gar keinen Bock mehr auf diese ganzen Geschichten gehabt. Ich habe dann mal hier und da bei der anderen Firma, hatte ich dann mal so ein Treuhandsverhältnis. Das ist so eine Art unsichtbarer Gesellschafter. Das wurde aber später dann auch kompliziert, weil dann irgendwie eine neue Regelung kam. Ab 25% bist du dann doch... Transparenzgesetz, ne? Wie heißt das? Wie heißt das? In Deutschland ist es nicht möglich, auf eine Shadow-Firma zu haben. Ne? Also du darfst keine, man darf nicht, man muss immer alle Gesellschafter anzeigen. Es muss alles klar sein, was das angeht. Wieder öffentlich einsehbar. Ich habe irgendwann aufgehört, alles, ich habe nichts mehr auf meinen Namen gemacht, nichts. Ja. Ich habe irgendwann bei dem Modelabel ein gutes Angebot bekommen. Ich habe gedacht, komm, ich gebe es einfach ab. Habe dann mal parallel nebenbei gegen Bezahlung dafür geworben. Aber ich war da raus und habe dann Geld wieder investiert und bin dann in ein anderes Modelabel reingesneakt. Wir gucken mal, wie viel Umsatz die Deadstock-Firma gemacht hat, weil wir können das ja sehen über Northdata. Das ist ja kein Problem. Gucken wir mal, wie viel der in der Vergangenheit da umgesetzt hat. So, 2017, Jahresabschluss 2017, Jahresabschluss 2018. Also es sind weniger als erwartet. 2017 hat der Umsatz gemacht im Jahr. 60.000. Er hat irgendwie was von sechsstellig erzählt. Aber die Deadstock-Firma selber, die sieht das irgendwie anders. Also 2017 60.000, 61.210, 2018 84.000 und 2019 53.000. Das ist also im Gewinn. Wann wird die Zahl, also wenn man die Kommastelle nach der minus 4.000 macht, also wenn man hier, sie ist per se sechsstellig. 5.606,22 €, das sind ja sechs Zahlen. Das ist nur nicht, das ist der, nicht der, also das danach, da hat er 1.800 € Gewinn gemacht im Jahr und 2019 hat er 237 € Minus gemacht. Das sind sechs Ziffern, das schon stimmt. An diesen Bilanzsummen könnte man also abschätzen, wie das vorher lief. Ich gehe also davon aus, Umsatz kann ich nicht sehen, dass ich hier nicht so viel abgespielt hat. Aber ich kann mich irren. Vielleicht kann sich der eine oder andere Hase daran erinnern, dass ich mal gesagt habe, dass ich mal in einem Projekt 8.000 investiert habe. Es war eigentlich 8.200 € und das Geld hat sich bis dato, ich glaube, verdreihundertfacht oder was auch immer. By the way, dass ich jetzt in Deadstock beteiligt war, habe ich jetzt nur gesagt, weil ich da raus bin. Ich bin aktuell auch in weiteren beteiligt, aber ich würde es niemandem verraten. Ich habe es nur ABK gesagt, weil ich es vertraue. Ich würde es jetzt allerhöchstens jetzt einen Monte noch sagen. Vertrauenswürdige Leute auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das ist Cap, ich kann einen Monte, eine Vertrauensperson, kann ich jetzt einmal mal ganz kurz die Papiere zeigen. Ne? Also Gesellschaftsverträge, Treuhandsverträge, Anteile, auf welchen Namen, whatever. Das war alles nie Geschnacke. Also generell alles, was ich grundsätzlich gesagt habe, war nie Geschnacke. Ganz wichtig, das zu sagen. Es ist in dem Zusammenhang auch sehr, sehr wichtig nochmal bei... dass die Finanzbehörde da auch noch mal rangucken kann. Ne? Nur, dass die da noch mal hinterher gucken kann. Diesbezüglich, was alles anging, eigentlich immer straight facts rausgehauen. Mir wurde immer vorgeworfen, ja, der schnackt, der hat nie Geschäfte gemacht neben YouTube, der schnackt, der hat nie Autos gehabt, der hat immer mit anderen Autos geschnackt. Aber dazu kommen wir auch noch. Der Hauptgrund... Und warum ich grundsätzlich wenig Steuern in Deutschland gezahlt habe, ist... Hinterziehung. Weil ich halt immer mein Geld investiert habe. Ja, oder so. Das heißt, ich habe zum Beispiel Geld von meinem YouTube genommen und wenn ich jetzt 100.000 € oder 200.000 € Gewinn hatte in einem Jahr, habe ich das Geld genommen und in Klamotten investiert. Das heißt, ich habe dieses eine Einzelunternehmen, habe dann ein neues Einzelunternehmen eröffnet mit den Klamotten und konnte das Geld rüber swipen und das da ausgeben am Ende des Jahres und habe dann dementsprechend weniger Gewinn und habe dann weniger Steuern gezahlt. So. Ja. So. Und jetzt die Autos. Die ganzen Autos. Also... Vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hase damals, ich habe eine Zeit lang übertrieben viele Autos geholt, wie ein Wahnsinniger. Das lag nicht daran, dass ich meine Autos auf Sneakersammlung anlehnen wollte. Das lag daran, weil ich da auch wieder ein neues Geschäftsfeld eröffnet habe. Nämlich Luxusvermietung von Fahrzeugen. Das hat sich nämlich richtig gelohnt. Mit einem Kollegen, der das Ganze so administrativ geleitet hat. Und zwar Autohandel und Autovermietung, whatever. Genau. So ist er auch zu Miles gekommen. Denn Miles ist auch nur ein eingesetzter Geschäftsführer. Wissen viele nicht. Denn hinter Miles steht, dank der treuhändischen Einsätze seines Geschäftsführers, seines CEOs, steht der allerechte Hase. Gehört ihm. Ihm gehört Miles. Der ist da mit seinem Auto rumgefahren. Wissen viele nicht, Digga. War einer der ersten in Deutschland, der die neueste G-Klasse gekauft hat? Ja, klar. Ich war einer der... Wisst ihr, es ist sehr wichtig, sowas zu wissen.
Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich euch nicht sagen könnte, ich bin der Erste, der das Auto oder dieses gekauft hat. Wenn ich nicht der Erste wäre bei irgendwas, ne? Ne? Ich habe den 2018 bestellt. Ich hatte einen i8 gekauft. Ich habe den S63 Coupé AMG geholt. Genau. Gekauft. Alles gekauft, ne? Also nichts finanziert, geleast, was auch immer. C-Klasse. Total schlau, Autos zu kaufen. Wissen viele nicht. Autos, Neuwagen, also Autos kaufen, das ist einfach toll. Wenn du ein Auto kaufst, ist nämlich das beste Gefühl, dass du vom Hof fährst und das Ding ist 30.000 Euro weniger wert. Das ist einfach Wertanlagen, von denen niemand redet. Die Leute reden immer von Immobilien, Goldschmuck und so. Aber die tatsächliche Wertanlage ist so ein Neuwagen. Wie das auch schon riecht. So ein Neuwagen, wenn du dich in den reinsetzt, 5.000 Euro weniger. Also wirklich, man muss den aber auch wirklich wertschätzen. Man muss das einfach auch wertschätzen. Wenn man das nicht wertschätzt, ich sag's, wie es ist, Digga. Klasse, E-Klasse, S-Klasse, 3-4 Range Rover. Den Lamborghini von Simon Desio habe ich abgekauft für einen guten Preis. Ich habe Autos im... Guter Preis. Unglaublich, dass man sagen kann, dass Simon Desio nicht als Verlierer aus diesem Trade rausging. Siebenstelligen Betrag, also Autos im siebenstelligen Wert gekauft, also Millionen aufwärts. Wie gesagt, nicht, weil ich wahnsinnig war oder sonst auch immer. Dadurch. Nein, ganz rationale Entscheidung. Habe ich halt wieder meinen Gewinn komplett runtergestreckt und genau. Wieder muss. Steuerrechtlich funktioniert das genau so. Denn wenn du einen Lamborghini kaufst, dann gehst du zum, dann sagst du dem Finanzamt, hey, ich habe einen Lamborghini gekauft, minimiert meinen Gewinn. Und dann sagt das Finanzamt, oh cool, das notieren wir uns gleich. Genauso läuft das. Oh, ey, den Steuerberater einfach. Den Steuerberater. Toll. Sich dann auch weniger Steuern zahlen, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank. Und habe auch wieder einen neuen Geschäftszweig. Die G-Klasse zum Beispiel, die hatte ich ja verkauft gehabt. Da habe ich 32.000 Euro Gewinn gemacht, weil ich halt einer der Ersten war. Ich hatte, glaube ich, 2020 oder 2021 gehabt. Das war die allerneueste G-Klasse. Und dadurch, dass ich ihn vorher bestellt habe und einer der Ersten war, da wollten viele Leute aus arabischen Ländern, die wollten den haben. Ich habe den in irgendeinen Iraker verkauft für 32.000 Euro Gewinn. Also ich habe auch wirklich mit den... Krass. Autos, gute Geschäfte gemacht. Halt. Klar, klar. Also wenn ich mir bei einer Sache richtig vorstellen kann, ist, dass ApoRed richtig gute Geschäfte macht. ApoRed sieht schon nach einem guten Geschäftsmann aus. Ne? Mein Kollegen zusammen, der ist ein Experte, ich kenne mich auch so ein bisschen aus. Lambo zum Beispiel habe ich für 140.000 Euro gekauft. Den habe ich noch immer als Wertanlage und der kostet jetzt mittlerweile, glaube ich, 230.000 Euronen. Klar. Was schon extrem krass ist, so, ne? Das heißt, ich... Klar. War sowieso, was immer Finanzen angeht. Übelst schlau. Meine Ausgaben, etc. immer sehr straight und bewusst. Ich hab. Ja. Ja. Nur jemand, der sehr straight und bewusst ist, kauft sich für einen siebenstelligen Betrag Neuwagen. Er kauft sich einen Neuwagen und dann kauft er von diesen und dann setzt er diese Neuwagen von der Steuer ab. Ganz schnell, innerhalb eines Jahres. Ich hab nie von damals bis heute so einen extremen Lifestyle gehabt, dass ich da irgendwie in Clubs gegangen bin und Flaschen geöffnet habe. Ihr habt mich in Hamburg noch nie in einem Club gesehen. Ich war in Hamburg noch nie in einem Club. Ich habe noch nie Drogen konsumiert. Noch nie. Als wir letztens das Video gesehen haben, wo er besoffen durch die Innenstadt von Japan geht mit zwei Kollegen, noch nie. Also nicht in Deutschland, natürlich. Ehre. Sei es Alkohol oder sei es sonst was. Ja. Ich habe nie Geld verschwenderisch ausgegeben. Nie. 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 Bis heute. Heute, egal wie viel ich verdient habe, es ist scheißegal, ob ich 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, es ist egal, wie viel ich verdient habe, ich habe immer den gleichen Amount von Geld ausgegeben. Ich habe immer im Monat ungefähr 4.000 Euro ausgegeben. Ja. Miete in Hamburg habe ich immer gezahlt, so zwischen 1.600 und 1.800, ob ich jetzt in einem Haus oder in einer schicken Wohnung gelebt habe. Und für Lifestyle habe ich vielleicht maximal 2.000 Euro ausgegeben, lass es mal 3 sein. Also ich habe nie mehr als 4.000 bis 5.000 Euro ausgegeben. Klar, es ist viel, aber für jemanden, der sechsstellig durchgehend verdient, ist es nicht viel. Und ich habe auch nie übertrieben, wie andere YouTuber oder wie andere Influencer oder wie andere Goofies, Rapper, was auch immer, dass ich jetzt voll das Geld aus dem Fenster schmeiße. Habe ich nie gemacht. Nein. ApoRed kennt man einfach nur durch sein sehr bodenständiges Auftreten und durch seine sehr ruhige Art und Weise zu sagen, dass er reicher ist als du. Das Einzige, wo man sagen kann, ist jetzt, ja, aber die Klamotten, ja, du voll viel, ja, ich habe einen Kleiderschrank wert von 500.000 bis... Digga, das ist so. Heute noch ist alles da, obwohl ich habe schon viel aussortiert. Ich sortiere immer aus, also es ist nicht immer so, dass ich alles behalte. Ich sortiere immer aus. Was meinst du, warum in Hamburg so viele Obdachlose mit Balenciaga-T-Shirts rumlaufen und Nike-Jordans und allen möglichen? Also es ist schon sehr krass. Das Aussortieren hat man in Hamburg auch gemerkt. In Hamburg auf einmal die Leute, die Obdachlosen, die sind in die Missionen gekommen, ne, am Bahnhof und sahen einfach aus wie Kanye West, als er noch nicht rassistisch und Antisemit war. Das war wirklich krass. Verkaufe ich drei Sachen, dann kaufe ich eine Sache neu dazu. Also ich würde No cap.
schätze, ein Kleiderschrank ist vielleicht so aktuell 300er. Ne? Ja, 300 Euro. Und wenn jetzt auch da wieder ein Streamer sagt, ja, er schnackt, er hat gar nichts. Auch hier kann er das Veto einholen. Komm vorbei, komm nach Hamburg. Ich zeig dir meinen Kleiderschrank, mein Lieber. Und aber warte mal, du bist doch gar nicht in Hamburg. Du hast doch keine gemeldete Adresse in Hamburg. Weil wenn du eine gemeldete Adresse hättest aus dem Steuerfachmann von Herrn Solmecke, würde das bedeuten, dass du steuerpflichtig in Deutschland bist. Hamburg, Digga? Und jetzt hier auch zum Thema Kleiderschrank. Okay, sagen wir, ich habe jetzt einen Kleiderschrank im Wert von 400.000, Sneaker, Jacken, Seitentaschen, whatever, ganz viele Sachen. Diese ganzen Seitentaschen. Klamotten, die habe ich nicht mit meinem privaten Geld geholt. Nee, die habe ich abgesetzt von der Steuer. Ich habe die meisten Klamotten einfach über die Klamottenfirmen geholt. A, A mehr Kosten. B, ja, nicht privat, gewerblicher. Steuern absetzen, das heißt, ich bin solche VIP bei Dior, Düsseldorf. Ja. Auf Gnight ist mein Kollege, der Schellcam in Hamburg bei Louis Vuitton, bin ich auch VIP oder Prada, was auch immer, ne? Ist wichtig auch, dass VIP ist. Da habe ich alle meine... Also ich ganz ehrlich, ich bin VIP bei Carhartt. Also wenn ich mal wieder ein T-Shirt für Dicke brauche, dann bestelle ich mir das da. So ein Ding ist das. Kontaktperson. Und wenn ich da was hole, dann hole ich das einfach über eine Klamottenfirma von mir. Ich bin in mehreren Modelabels beteiligt, so. Ich hab's. Peso, ich sag's, wie es ist. Ich sage, das wahre Genie hinter Peso ist nicht Justin. Es ist der Allerechte. Einfach gar nicht nötig zu schnacken. Ich hab's auch gar nicht nötig zu flexen. Wenn ich flexen wollte, hätte ich gesagt, ey, guck mal, Leute, ich hab... Also wenn es einer nicht... Also ich muss ganze Zeit pausieren, weil ich muss ihm zustimmen. Wenn es irgendjemand nicht... Wenn es bei irgendjemandem nicht notwendig ist zu flexen, dann bei ApoRLD. Nie hat der auch nur im Entferntesten, auch nicht vor 2 Minuten, damit angegeben, dass sein Kleiderschrank 500.000 wert ist. Nie hat er das getan. Und alle, die das sagen, sollen mal 20.000 Euro wetten. Würdet ihr es tun? Fragt euch mal selbst. Ich habe die ganze Zeit Hunderttausende gemacht mit Klamotten. Habe ich, ja. Guck mal, ich hab's erst heute rausgehauen, nach 10 Jahren gefühlt. Ich mache ja Klamotten seit 2014 oder so. Ich war einfach der Allererste. Vor 2014 sind wir alle mit einem Feigenblätter noch rumgelaufen, Digga. Also ganz ehrlich, er war der... Der Erste, der nur eigenes Modelabel gemacht hat. Vorhin ja. Ganzen süßen Influencer-Hasen da. Ich brauche ja diese Anerkennung gar nicht. Mich juckt das gar nicht. Ich mach ja, ja, ich muss ihm zustimmen. Also wenn es jemand, also ey, diese ganzen Hater da draußen, ich muss mal meine Strategie ändern. Ich will ApoRed endlich mal zustimmen. Ja. ApoRed geht es nicht um Anerkennung, wenn er vor einem Lamborghini steht, seine Hände in die Hose drückt und romantisch in den Sonnenuntergang guckt. ApoRed ist es egal, ob er in der neuen G-Klasse gesehen wird. Das ist alles überhaupt nicht relevant. ApoRed, dem ist das alles egal, wenn man im Hintergrund seine hunderttausenden Schuhe sieht. Ne? Dem ist das ist wirklich, das spielt für ihn keine Rolle. ApoRed habe ich auch persönlich nie als Mensch wahrgenommen, der sich irgendwas darauf einbildet, was andere von ihm denken. Meine Dinge im Hintergrund. Deswegen bin ich auch teilweise lebhaft in Istanbul, nicht weil ich hier Urlaub mache, sondern weil meine ganzen Produktionen auch hier sind. Seit knapp 10 Jahren. Ein weiteres Geschäftsfeld, was ich eingesneakt habe, war irgendwie 2017, 18, glaube ich. Ja. Ich glaube 2017. Da habe ich in einen Shisha-Café investiert. Lukrativ as f***, Bro. Ey, ich habe selber 3 Shisha-Cafés und ich sag euch, wenn da nicht gerade die Polizei reinläuft und die Steuerbanderolen konzentriert, dann machst du da im Monat sicher 5-stellig. Und vor allen Dingen nicht mal, weil das Shisha-Café sich irgendwie daran bereichert, dass man Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie so einen Ort gibt, wo die in Ruhe ihre Shisha-Bar besuchen können. Nein, die ganzen Martins, die ganzen Hannes, die Helmuts, die da reinlaufen und denken, sie sind deswegen irgendwie cool und sprechen auf einmal gebrochen Deutsch, an denen verdienst du die goldene Nase. Wir haben nämlich eine Regel bei uns im Shisha-Café. Wenn du jemanden siehst, ne, der übelst nach einem Allmann aussieht, doppelter Preis. Du willst für den eine Wasserpfeife fertig machen? Doppelter Preis, Digga. Gib ihm das schlechte Zeug, mach doppelten Preis. So ein Ding ist das. Jetzt habe ich ja auch mal aus dem Nähkästchen geplaudert, weil genau so läuft das, Digga. Knapp 40%, ich habe das mit aufgebaut. War ja auch krass. Mordsarbeit, auf jeden Fall. Shisha, also ich noch nie was Schwereres. Also im Business, wenn es um Business geht, da könnt ihr KLS fragen. Dann gibt es Shisha-technisch nichts Komplizierteres als ein Kaffee. Du kannst es ja nicht vergleichen mit anderen Cafés. Ihr denkt dann vielleicht an Kaffee, so von wegen die Bäckerei von nebenan. Nee, da musst du ganz anders rangehen. Ne? Du fängst auch nicht so an. Du musst den Tabak abschmecken. Was meinst du? Ich hatte monatelang schwarze Zähne vom ganzen Tabak, weil ich die ganze Zeit mit meinen Fingern im Tabak rein bin. Verkosten. Das war wirklich krass. Ich schwöre, ich könnte 2 Wochen nicht schlafen wegen dem ganzen Nikotin. Ich war die ganze Zeit so. Da habe ich Battlefield gespielt immer. Hat auch geholfen. Auf jeden Fall. Die Geschichte ist übrigens vollkommen wahr. Jeder, der das anzweifelt, Digga. Ich schwöre auf Gott.
Aber nicht nur auf einen, ich schwöre auf alle Götter. So, ist egal, Christentum, Islam, mir egal, ich schwöre auf alle Götter. So, jetzt kommt mir. Wem würdet ihr, sag Wallah, ich sag Wallah, auf alle, auch auf die Alten, die ist nicht mehr heutzutage, die man kaum noch sitzt, also diese Pharaonen und so ein Scheiß. Auch auf die schwöre ich. Weist mir nach, dass ich lüge. Und das war auch eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das läuft bis heute noch Gott sei Dank super gut und wird auch wahrscheinlich weiter gut laufen. Noch eine Geschichte, eine sehr knallharte Geschichte war Elektronik. Ich habe Gaming-Hardware verkauft und der Brand Scuf oder was? Nano Gaming? Ah nee, Nano Gaming. Ach, das ist die Scheiße mit der Firma, ja. Das Ganze nicht auf meinen Namen, wie gesagt, auch auf Kollegen, weil ich zu dem Zeitpunkt schon aus Deutschland Steuerdingern schon längst raus. Ich habe dich schon so oft beten gesehen, das muss stimmen, Stay. Ja, klar. Ich habe vorhin vor dem Stream erst gebetet. Also auf dem Kollegen seinen Namen. Wie viel da umgesetzt worden ist, Freunde, das ist da habe ich auch erstmal Schock bekommen. Wir haben also Gaming-Headsets verkauft, wir haben Tische verkauft, wir haben... Genau, gerade bei Gaming-Headsets weiß jeder aus der Branche, es gibt gestörte Gewinnmargen auf Gaming-Headsets. Bruder, weißt du, Gaming-Headsets, gerade Peripherie, ne, Hardware, da gibt es so gestörte Gewinnmargen. Ey, ich schwöre, das ist wie ein Keystore, ne? Das ist wie ein Keystore. So ein Controller, der wird für 20 Cent hergestellt und für 30 Euro verkauft, ne? Beim Teutates, Alter. Da gibt's Gewinnmargen, die sind wirklich unchristlich. Jeder, der sich mit Peripherie auskennt, der weiß das. Genau das, was er sagt, stimmt natürlich vollkommen. Controller verkauft, so SCUF-Controller-mäßig, wir haben Tische, alles mögliche, kleine Peripheriegeräte, alles im Bereich Gaming. Da wurde einfach im ersten Monat, also man hat mit Klamotten schon immer viel gemacht, die ganze Zeit. Und dann kommt nochmal Gaming dazu und kommt krass. Komplett neues Feld, komplett neue Nische und auf einmal erste... Niemand hat Gaming gemacht damals, er war der Erste. Monat, Digga, fast 300.000. Ich denke, what the f***. Zweiten Monat auch, das war alles noch März, April. Ich denke, Digga, was geht hier ab? Ihr müsst euch vorstellen, das Elektronikgeschäft Nano, das lief so gut. Ich musste dann von einem 600... Ja, und jetzt, heute gehört im Mediamarkt, wissen viele nicht. Aber der Geschäftsführer von Mediamarkt ist eigentlich nur eingesetzt. Der tatsächliche Strippenzieher hinter Mediamarkt ist der Allerechte. Quadratmeter Lager switchen auf einem fast 2000 Quadratmeter Lager, weil halt die Sachen mega viel Platz genommen haben. 2000 Quadratmeter. Zwei Hektar. Hat nur Controller und Headsets. 2000. Bei seinen Eltern hat er den Keller ausgebaut und dann nur Controller, Digga. 2 Hektar Controller. Hast du schon mal 2000 Quadratmeter Controller gesehen? Noch nicht? Tja, dann warst du bei ApoRed noch nie im Keller. Haben jetzt Stühle oder Tische, die haben mega viel Platz genommen in tausendfachen Mengen. Da braucht ihr auf jeden Fall sehr viel Lagerfläche. Es war ein sehr lukratives Geschäft und man hat wirklich fast alles, bis auf das... 2000 Quadratmeter sind keine zwei... Warte mal, wie viel sind denn 2 Hektar dann? Sorry, ich habe es falsch gesagt, aber ich bin nicht gut in Mathe, das ist okay. Also müssten es... Das sind dann 0,2 Hektar? Also ich habe mich verrechnet natürlich, es müssten 20 sein, aber ich muss ganz ehrlich sein, das letzte Mal, als ich einen Hektar gerechnet habe, als ich meine Controller selber, ich bin ja auch schon lange im Peripheriemarkt, wir machen Tastaturen, Mäuse, alles, ne? Das letzte Mal, als ich einen Hektar gerechnet habe, ist, weil ich die Lagerhäuser da gesehen habe und da, ob nur 0,2 oder 2 Hektar, Digga. Ich versuche nicht in Hektar zu rechnen, ich versuche alles in Fußballfeldern auszurechnen. So wird das auch das wissen viele nicht, in der Szene wird das auch so abgerechnet. In der Szene wird alles in Fußballfeldern abgerechnet. Irgendwie muss man sich das auch machen. Hier, Lein, selber schreibt, nutze auch noch die S1 Gaming Edition, die Stay S1 Gaming Edition. Wir haben damals 4,5 Fußballfelder Mäuse verkauft. Und die erste Maus, die hat Lein bekommen, Montagsmodell. Aber ich sag ganz ehrlich, 4,5 Fußballfelder Mäuse. Was meint ihr, wie das geknallt hat? Krass. Das letzte Produkt verkauft, das lief unnormal gut. Das einzige Problem war, man war immer abhängig von China. Du kannst irgendwie nicht eine eigene Produktion machen. Das heißt, du musst irgendwie fertige Ware holen jetzt aus China und dann musst du das alles branden. Und das ist irgendwie nicht das Wahre so. Genau. Ich hätte eher irgendwann Bock, eine eigene Gaming-Firma zu machen, aber wirklich mit einer eigenen Produktion und nicht so diese Fertigsachen aus China. Das ist schon ein bisschen, klar gibt es auch qualitative Sachen, aber einfach auch so das Persönliche, wie ich das meine. Deswegen hat man das Projekt auch abgegeben. Nach wie vor ein super gutes, geiles Projekt. Man hat die ganze Zeit sechsstellig erwirtschaftet. Genau, die sind ja jetzt auch pleite. Ich habe mich dann auf ein neues Projekt dann konzentriert, was ich aber geheim halte. Was ich jetzt hier leake quasi, wo ich jetzt beteiligt war, wo ich drinne war, das sage ich auch nur, weil ich auch raus bin. Nee. Das sagst du, weil Mimi das alles schon gesagt hat. Das mit Nanogaming, das mit Deadstock, das ist alles schon öffentlich durch die Leaks von Mimi. We know. We fucking know. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass so viel da nicht mehr ist. Weil, was soll denn da noch sein?
Lagerhallen vermieten in Insti oder was? Bei dem einen, weil ich es verkauft habe, bei dem anderen, weil ich es beendet habe. Wo ich aktuell überall drin bin, werde ich nicht verraten. Und ja, weil es so viel gar nicht ist, Digga. Einfach auch aus Respekt der Brand gegenüber, weil ich auch nicht will, dass das mit mir in Assoziation gebracht wird, weil ich halt irgendwann mit Social Media vielleicht irgendwann aufhöre und das davon einen Schaden trägt, so einfach aus dem Grund. Dann überlegt euch das mal genau, wenn ihr das nächste Mal bei Amazon was bestellt, weil es könnte sein, dass der allerechte Hase da Anteil erhält. Soll das einfach so... Weißt du, was ich glaube? Der Wichser ist so frech, dass der eine App hat, der ist bei Trade Republic oder so oder bei Krypto drin und hat Aktien von den Unternehmen gekauft und denkt... Deswegen, er ist der große Anteilseigner. Ist kein Joke. Das wird sein. Das ist die einzig, also das ist für mich die logischste Herangehensweise an den Scheiß. Der hat die App auf seinem Handy, hat sich ein paar Anteile gekauft irgendwie für 500 Euro und denkt, er ist jetzt hier der große Anteilseigner. Oder? ApoRed hat so ein Gespür für Business, der würde heute noch in Karstadt Quelle investieren. ApoRed ist so wirtschaftlich fit, der macht tatsächlich noch Shisha-Cafés auf. Das ist wirklich, Bruder. Das ist also... Hei, hei, hei. Ein bisschen im Hintergrund bleiben und irgendwann vielleicht nach 10 Jahren, whatever, vielleicht willst du irgendwann verraten, wenn ich da irgendwann meine Anteile verkauft habe, aber... Genau. Erstmal jetzt nicht. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich behindert viel verdient durch sehr viele verschiedene Quellen und ihr müsst euch vorstellen, ich gebe die ganze Zeit nur 3 Millionen im Monat aus. Also ich habe nicht den super Party-Lifestyle gehabt, auf Yacht und was auch immer. Nein, immer humble, was das angeht. Total. Total. Wenn ich an bodenständig denke, denke ich zuerst an ApoRed. Und dann denke ich an alle anderen, aber erst an ApoRed. So, ich habe nie voll übertrieben und hier und da. Natürlich, hier und da ein bisschen das Geld gestreckt, ein bisschen in Krypto, ein bisschen hier, ein bisschen da. Gehört auch dazu. Aber nie Geld einfach so rausgeballert. Gott sei Dank. Das habe ich von Tag 1 bis heute nie gemacht. Und das ist einfach eine Grundeinstellung von mir. Es ist unmännlich. Es ist unmännlich, einfach Geld rauszuballern. Genau, es ist unmännlich. Alles rauszuballern. Das Einzige, was bei ApoRed tatsächlich rausgeballert wurde, ist das rechtskräftige Urteil von Carina, die ihn vor Gericht nach 3 Jahren tatsächlich zu einem Urteil überzeugen konnte oder das Gericht von einem Urteil überzeugen konnte, dass alles, was sie über ihn gesagt hat, der vollenden Wahrheit entspricht und er keine Zeugen vorladen konnte und dementsprechend absolut der Lüge und der Mega-Hopsnahme vor Gericht ausgesetzt war. Und so langsam fühlt sich dieses Video an, als wäre das der klägliche Versuch, von diesem doch sehr prominenten Thema ein bisschen abzulenken. Ich möchte aber die Chance nutzen, weil für den Fall, dass das wieder hochgeladen wird, darauf aufmerksam zu machen, dass das Urteil im Rahmen seiner Rechtskräftigkeit gesprochen wurde. Und das muss ich mir nicht mal aus den Fingern saugen, sondern da kann man einfach das Urteil zitieren. Denn in dem Fall, auch wenn ich sage, dem Opfer, also Carina, wurde zu 100% zugestimmt. Und ApoRed konnte in diesem Zusammenhang keinen einzigen nachhaltigen Beweis vorlegen und keinen Zeugen. Und ich denke, dass bei jeder ApoRed-Reaktion wirklich wichtig ist, hervorzuheben, dass er diesen Prozess verloren hat. Denn den hat er verloren. Und für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet, gerade für den Fall, dass ihr das auf YouTube geguckt habt, unten in der Videobeschreibung ist das Originalvideo von Carina verlinkt. Und ich würde mir jetzt einfach erlauben, dass nachhaltig in jedes Video zu packen, was wir von ApoRed reagieren. Einfach um sicher zu gehen, dass die Leute das nicht vergessen. Weil ja auch auf meine Videos sehr viel Aufmerksamkeit kommt. Also stellen wir doch sicher, da zumindest eine gewisse Sorgfaltspflicht zu machen. Das, was ApoRed beim Finanzamt verpasst hat, legen wir also nach. Die tatsächlichen Dokumente. Auf süß angelehnt. Ne? Kuss an dieser Stelle. Und ich sehe mich als eine sehr starke männliche Person. Und ich Ich finde das einfach dumm. Die Leute, die mich privat kennen, ob es jetzt, keine Ahnung, ein ABJ oder andere sind, ein KS-Freak, die können das auch alle bestätigen. Ich habe nie das Geld aus dem Fenster geschmissen. Ich habe nicht mal nie 5-8-Sterne-Hotels geholt und 300 Euro für die Nacht gezahlt. Eigentlich hat ApoRed die ganze Zeit nur gebetet. Sondern einfach ganz normal, so keine Ahnung, Preis-Leistung, so ein Achi oder 100er, was auch immer. So diese Standarddinger, so ist es meine. Klar, Finanzamt regt sich jetzt auf. Ich zahle seit 5 Jahren keine Steuern mehr in Deutschland. Die haben Prüfungen hier gemacht, Prüfung da gemacht, von irgendeinem Gewerbe hier, von irgendeinem Gewerbe da. Meine Einnahmen laufen alle auf entspannt, steuerfrei. Aber ich muss natürlich sagen, ich zahle natürlich Umsatzsteuern. Das heißt, wenn ich jetzt Klamotten verkaufe, 90% Umsatzsteuer, die zahle ich immer, ist ja klare Nummer. Aber Gewinnsteuer, ich bin ehrlich, ich habe es nie eingesehen, 50% von meiner kreativen Arbeit, von meinem Gewinn abzugeben. Es macht einfach gar keinen Sinn. Also, wer das machen will, macht das. Aber ich war nie auf diesem Trip. Ich war nie auf diesem Film. Und man sieht doch heute, der eine Streamer geht broke, Finanzamt, der andere will abhauen nach Madeira, weil
Ja. Einfach zu Finanzamt zu viel will. Ein Unge ist schon damals abgehauen, weil er einfach ein Fuchs war. Ich würde mich, was das angeht, auch einfach als Superfuchs bezeichnen, weil ich einfach generell nie viel Steuern in Deutschland gezahlt habe. Und einfach relativ rechtzeitig, bevor ich halt übel viel verdient habe, einfach schon abgehauen bin. Das ist auch der Grund, warum ich seit ein paar Jahren auch nicht länger als 6 Monate in Deutschland chillen darf. Weil wenn ich mehr als 6 Monate in Deutschland chille, habe ich automatisch deutsche Steuerrechte. Haben wir ja gerade schon gesehen, ist nicht korrekt. Du brauchst nur eine Wohnung oder ein Zimmer oder einen Kleiderschrank, der für dich angemietet ist, und dann bist du schon steuerpflichtig, Digga. Ich lebe in Easti, ich lebe jetzt auch aktuell in Dubi. Ich bin auch demnächst in Dubi, wird da wahrscheinlich 5, 6 Monate bleiben. Und wenn ich Bock habe, gehe ich mal nach Deutschland, ob es jetzt Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, was auch immer ist. Das heißt, ich lebe an 3 Standorten. Das heißt, diese ganzen Gerüchte von er ist broke und der kann sich gar nichts mehr leisten, der hat alles Quatsch, alles Cap. Und ich sage noch einmal, zum dritten Mal, wenn irgendein Streamer wieder kommt und sagt, ja, der lügt, dann hab die Eier, 20 Mille zu wetten. Dann sag, komm her, ich zeig dir Fahrzeugbriefe. Digga, ich zeig dir Autos von mir aus, was du willst, Digga. S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse, was du willst. Ja, genau. Wir müssen jetzt also nach Istanbul fliegen, um nochmal zu beweisen, dass ApoRed lügt. Es ist nicht so, dass es unzählige Beweise geben würde, Hunderte, Tausende, seine gesamte Online-Präsenz darauf aufbauen würde. Für diesen Teil müssen wir unbedingt noch nach Istanbul fliegen. Ja, das macht Sinn. Zeig dir Klamotten, die hast du noch nie in deinem Leben gesehen. Oh, Sneaks, whatever. Ganz wichtig. Er ist auch einfach jemand, der damit nicht abgibt, der damit nicht angibt. Er zeigt dir Klamotten, die hast du noch nie gesehen, da wirst du aus dem Stau nicht rauskommen. Hast du dir mal das Balenciaga-T-Shirt angeguckt? Gucci, Mucci, ja. Rada, ne? Da ist er VIP. Er ist einfach nicht der Typ, der angibt. Alles da, alles cool. Und ich zeige dir auch natürlich den Proof zu allem, was ich gesagt habe. Ob es jetzt die Firmen sind, die Umsätze, die Anteile, die alles, gar kein Problem. Und Ja. bevor jetzt jemand sagt, ja, warum hast du es nicht vorher gesagt? Ich wollte erstmal abwarten, bis dieser Insi-Modus deaktiviert wird. So. Ganz einfach, so. Genau, und dann in den nächsten und unseren Informationen nach wird das jetzt genau von heute an noch 5 Jahre dauern. Aber ich habe jetzt einfach gedacht, weil dir gerade die Aufmerksamkeit da ist, weil es gerade jeden interessiert, hau ich es einfach jetzt raus, der Insi-Modus wird sowieso deaktiviert. Ich chill Genau. sowieso gerade in Istanbul. Ich habe eine schicke Wohnung in der besten Lage mit 3 Meter hohen Decken. In Richtig. Dubi könnt ihr mal aktuell gucken, wie viel da überhaupt Miete kostet. Genau. Na, der Lifestyle ist dort nicht günstig. Also, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgeben als sonst. Aber Wayne, wer weiß, vielleicht hole ich da eine Eigentumswohnung. Wer weiß, vielleicht habe ich in Istanbul ein paar Eigentumswohnungen. Genau, wer weiß, wer weiß. Ich meine, er weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Wer weiß das schon? Vielleicht habe ich eine, wo ganz viele Sachen noch von mir liegen. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen undercover zu bleiben. Genau. Man muss ja nicht alles von sich. Das Beste ist, so wird man undercover bleiben, indem man ein Video hochlegt mit den Worten, die komplette Wahrheit. Man belegt, dass man über Jahre Steuern hinterzogen hat. Das Finanzamt hinter sich geführt hat mit fadenscheinigen Investitionen. Und nur so zeigt man, dass man über den Dingen steht. Nur so. Der Undercover-Hase. Sich preisgeben. Und auch in Dubi kann ich auch sagen, da wird auch gerade ein neuer Wagen geplant. Auch mit einem Umbau schon wieder. Der wird so oder so kommen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Streamer-Goofy sagt, ja, Ja. der Schnack, alles Geschnacke und bla bla bla, der Ja. Typ, der. Ja. Man merkt ganz besonders, dass ApoRed vollkommen egal ist, was die Streamer sagen. Ne? Der Mann steht über den Dingen. Das ist dem voll egal, was andere Streamer denken. Es ist nicht so, dass er jetzt eine Wette dafür laufen hat, 20.000 Euro redet, alle 5 Minuten davon spricht, dass alle Streamer das dann gleich wieder so und so sagen werden. Das ist unwahr. Er möchte dich glauben lassen, dass ihm das wichtig ist. Das haben wir aber nicht. Der lebt ja in Deutschland in einer Einzimmerwohnung und der ist der auf Amtsbasis auf Bürgergeld. Alles Lüge. Ich werde so oder so ein Dubi chillen. Ich verdiene mein Geld mehr als genug. Ich bin fleißig seit 10 Jahren. Wenn andere Genau. Streamer ein paar Jahre am Start sind, sich übel krass fühlen, weil sie ein paar Zuschauer haben, ein bisschen Ja. Geld verdienen. Du verdienst 50.000. Wow, du bist geil. Ich höre jetzt mal auf mit dem ganzen sarkastisch-ironischen Scheiß, so langsam kann ich die Kacke nicht ertragen. ApoRed ist so ein minder bemittelter Volltrottel. Es ist zum Mäusemelken. Dieser Typ hat sich so festgebissen an seiner eigenen Relevanzstörung, dass er es auf alles und jeden überträgt. Der Typ sitzt da und redet davon, dass man ihn ja nicht als arm halten soll. Nochmal, alter Bruder, der Grund, warum wir uns über dich lustig machen, ist, weil dir das so wichtig ist, dass wir von dir glauben, dass du reich bist. Das ist unfucking fassbar, dass der das nicht gerafft hat. Dass wir hier nur sitzen und mit dem Finger auf den aller verschuldeten Insolvenzhasen zeigen. Nicht, weil wir uns darüber lustig machen, dass er ein armer Vogel ist. Es gibt so viele arme Leute da draußen, die jeden Tag ums Überleben kämpfen, die mir 50.000-fach sympathischer sind als du, Sohn. Und damit meine ich den allerechten Hasen.
Weil Armut einfach etwas ist, das sich Leute nicht aussuchen. Und dieses despektierliche Herabwürdigen und diese ekelerregenden Aussagen mit von wegen, ja, ich bin ja gar nicht arm, weil ich was Besseres bin. Bruder, mit jedem dieser Worte spuckt er diesen Leuten ins Gesicht. Es ist nicht mehr auszuhalten, dass der das selber nicht rafft. Und nicht nur, dass er sich selber in dieser Projektionshölle befindet, er zieht das halt auf jeden Menschen runter, den er kennt. Bruder, ist mir egal, ob das nur ein Act ist, aber das hier ist halt wirklich langsam so das Widerlichste, was man sich vorstellen kann. Das absolut Widerlichste, was man sich vorstellen kann. Sich da hinzusetzen und so einen großen F*** darauf zu geben, was alle von einem denken. Bruder, was ich denke, ist, dass du menschlicher Abschaum bist. Und das liegt nicht daran, dass du insolvent bist. Es liegt nicht daran, dass du vielleicht Geld hast. Das liegt einfach nur daran, dass du, so wie du mit dem Themen umgehst, so wie du Dinge sagst, so wie du Dinge zu erkennen gibst, dass das für mich nur Leute machen, die menschlicher Abschaum sind. Ja? So eine Verkettung von Lügen auf Gil Ofarim-Basis. Es ist eigentlich traurig. Und er hat so stolz von seinen Eltern geredet, aber holy fucking shit, ich kann mir nicht vorstellen, dass die stolz auf ihn sind. Wirklich nicht. Bei aller fucking Liebe. Ich denke, irgendjemand wird da denken, Bruder, wir haben ihn irgendwann verloren. Wir haben ihn irgendwann verloren, tut mir leid. Wir werden ihn natürlich immer wieder aufnehmen, weil er ist Familie, Alter. Er ist Familie. Aber holy shit, Alter. Hast du ein Glück, dass man sich diese Scheiße nicht aussuchen kann, ne? Dämlicher Wichser. Das gibt's nicht. Dieses Suffisante, dieses von oben herab. Und du denkst so, Alter, der Disrespect, den er ausstrahlt, ist einfach der Disrespect, den er hat gegenüber Leuten, von denen er glaubt, dass die sich genauso profilieren wie er. In seiner Welt und mit seinen Leuten um ihn herum findet ausschließlich der statt, der mit dem teuersten Wagen kommt, mit den teuersten Klamotten, mit dem heftigsten Schmuck und den schicksten Uhren. Was für ein erbärmliches Charaktermodell. Bruder! Und das Ganze wird nur noch mehrfach bestätigt von der Art und Weise, wie da versucht wird, auch mit dem anderen Geschlecht zu reden. Und ich meine, red mit dem anderen Geschlecht. Werd glücklich, finde eine Frau. Vielleicht hast du eine, vielleicht hast du keine, I don't know. Aber holy shit, Alter. Dieses, guck mal, ich bin übrigens, das ist wahrscheinlich das auf das Animalischste, was man sich im Tierreich vorstellen kann, runtergebrochen. Das ist dieser V, der sich vor dem weiblichen, begehrenden V aufstellt und mit seinen Federn schlägt. Um zu zeigen, dass er ja hier der Potenteste im Wald ist. Aber Bruder, wir sind nun mal über diesen Intellekt hinaus. Jeder von uns sieht, dass du ein Clown bist. Ich raff es nicht. Mir fehlen die Worte manchmal. Denn ich glaube, der Typ ist ein Mensch. Nicht nur so ein fucking Posing-Roboter. Aber ich dachte, der ist ein Mensch. Wie kann jemand, der ein Mensch ist, so einen abartigen Ansatz ans Leben haben, Alter? Das ist ja vollkommen irre. Und dann auch noch mit dieser dämlichen Herabwürdigung von Menschen ohne Geld. Als würden wir hier den ganzen Tag sitzen, als würde die Gesellschaft aus nichts anderem bestehen. Und vor allen Dingen nicht nur die Gesellschaft, weil die Gesellschaft halt eh ein bisschen gefickt ist. Aber so die, vor allen Dingen die Influencer-Gesellschaft. Und ich darf ja wohl sagen, und das darf ich ja zu Recht, es gibt durchaus Leute, die sich mit ihrem Reichtum profilieren. Und mein fucking Gott, sollen sie das tun? Aber es gibt genug, die das eben nicht tun. Die dankbar sind für das, was sie erreicht haben und nicht diesen dämlichen Flexfilm fahren. Alter, ich kotze wohl. Ich kann nur kotzen. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen muss. Oh, ich hab kaum genug Satire und Ironie in mir, um diesen dummen Scheiß zu Also wirklich. Und das Ding ist, und da bin ich felsenfest von überzeugt, und darum werde ich mit der Scheiße auch nicht aufhören. Karma ist eine The Bitch, Alter. Und sich so frech hinzusetzen und diese ganze Scheiße zu sagen, wurde instant mit dem ersten Teil eines Mimi-Videos bestraft. Und das hat dich aus den... Also das ist wirklich das Größte aus den Angeln heben, was ich jemals gesehen habe. Und als würden die 10 Videos nicht reichen, glaube ich, dass du 10 weitere brauchst. Einfach damit der Letzte verstanden hat, was du für einen Minderwertigkeitskomplex hast. Dass du, wenn du in den Spiegel guckst, dich nur siehst, in deinen Klamotten. Du stehst vor dem Spiegel wie dieser komische Mr. Unsichtbar. Denn deine Klamotten sind da, deine Schuhe sind da, aber darunter ist nichts. Man kann straight durch dich durchgucken. Keine Seele, kein Intellekt, keine Faszination, kein Mensch. Da ist nichts übrig. Da ist nur ein Hemd, eine Hose,
ein paar Schuhe und eine Uhr. Und wenn du das ausziehst, kannst du durch die Innenstadt laufen und niemand nimmt dich wahr. Ja, scheiß auf den Rest von diesem Video. Oh Mann, ey, wirklich, es ist so lame. Jetzt kann man ja sagen, ich reg mich unnötig auf. Ich verstehe das vielleicht sogar. Aber ich bin ja auch ein Mensch, Digga. So, gibt auch Leute, die mich scheiße finden. Aber ich bin ein Mensch. Ich glaube zumindest, dass die das auch wahrnehmen, dass ich ein Mensch bin. Wie kann man sich nur so sehr Mühe geben, dass Leute nicht wahrnehmen wollen, dass du ein Mensch bist, Bruder? Ich verstehe das nicht.